Hallo zusammen, willkommen auf unserem Kanal rund um Staubsauger. Und jeder von euch kennt wahrscheinlich das Problem, die Bodenreinigung, die ist oft sehr aufwendig und mühselig. Aber da gibt es jetzt Abhilfe und zwar Staubsauger bzw. Stabstaubsauger mit einem Akku, die komplett hier schnurlos betrieben werden können und somit natürlich auch hier eine sehr einfache Reinigung von eurem Boden dann garantieren. Und da wollen wir uns heute mal die Top 5 der besten, beliebtesten Modelle uns anschauen, mal hier alle Vor- und Nachteile miteinander vergleichen und dann auch zum Schluss unseren Vergleichssieger krönen. Es bleibt also spannend, bleibt daher bis zum Schluss dran. Wir fangen auch direkt an und starten durch und zwar mit Platz 5. Und auf diesem Platz landet bei uns der Orfield V20 Akku Staubsauger. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal hier zuallererst die Vor- und Nachteile durch. Der hat zum einen mal hier ja einen sehr guten Preis. Er ist sehr leicht, er hat eine starke Saugkraft, eine flexible Bürste, einen bürstenlosen Motor. Es gibt hier eine Wandheilung mit dabei und er hat einen HEPA-Filter. Die Nachteile, eine etwas kurze Akkulaufzeit und die Verarbeitung, die könnte teilweise auch etwas besser sein. Ich würde sagen, wir gehen auch gleich mal kurz weiter zu den Produktdetails und gehen hier nochmal kurz durch. Wir haben zum einen mal hier 30 Minuten Akkulaufzeit, eine LED-Elektrobürste mit einem abwaschbaren Filter. Es gibt hier ein Fassungsvermögen von 0,5 Litern, eine Saugleistung von 22.000 Pascal und ein Eigengewicht von gerade einmal 1,5 Kilogramm. Also ein wirklich sehr gutes Set und das Gewicht ist auch hier vollkommen in Ordnung, nicht zu schwer. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal kurz weiter auf die Produktseite drauf. Und auch hier gibt es selbstverständlich den Link unten in der Videobeschreibung. Also schaut dort mal rein, klickt mal jetzt auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt zu dieser Produktseite. Dann schwenken wir auch gleich zum Preis über und da könnt ihr schon sehen, der ist hier wirklich sehr günstig. 139 Euro ist hier wirklich ein Top-Produkt, da kann man sich auf keinen Fall beschweren. Wir gehen mal kurz weiter runter zu den technischen Daten und Details. Da steht nochmal alles drin, da nochmal zur Marke Orfield einiges. Hier nochmal der Staubsauger an sich, was er hier für Vorteile hat, wie er daherkommt, wie man den bedienen kann und was im Grunde auch hier sonst noch an Features ja dann Verwendung findet. Also passt soweit eigentlich auch, der ist vielseitig anwendbar, er hat hier wirklich sehr viele Funktionen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zum Schluss vielleicht mal kurz die Bewertungen durch. Fällt soweit gut aus, hier wirklich tolle, gute Bewertungen, richtig klasse. Und auch sonst gibt es hier zahlreiche positive Bewertungen, die hier wirklich für diesen Akku-Staubsauger sprechen. Also, schaut euch den mal an, klickt mal unten auf den Link drauf, geht mal die Bewertung nochmal in aller Ruhe durch. Und dann könnt ihr euch vielleicht nochmal den hier in aller Ruhe anschauen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter und zwar zu Platz 4. Und auf diesem Platz landet bei uns der AEG Ergo Rapido CX72i360. Jetzt würde ich sagen, gehen wir auch hier mal kurz weiter und zwar auf die Vor- und Nachteile. Da könnt ihr schon sehen, wir haben hier einen guten Preis, einen großen Staubbehälter, eine sehr kompakte Bauform, auch hier eine LED-Beleuchtung unten dran. Er ist freistehend, beutellos und lässt sich auch hier wirklich sehr einfach reinigen. Da kommen wir kurz zu den Nachteilen und zwar ist der für Tierhaare etwas ungeeignet und auch das Eigengewicht ist etwas höher. Jetzt würde ich sagen, schwenken wir gleich über zu den Produktdetails. Wir haben also hier 45 Minuten Akkulaufzeit, eine motorisierte LED-Bodendüse, eine Bürstenreinigungsfunktion, wir haben ein Fassungsvermögen von 0,5 Litern, eine Lautstärke von 79 Dezibel und ein Eigengewicht von 3,43 Kilogramm. Also sieht zwar sehr gut aus, freistehend, wie gesagt, auch hier wirklich sehr von Vorteil. Wir gehen mal kurz weiter auf die Produktseite, den Link dazu, den gibt es ja auch unten in der Videobeschreibung, also schaut mal rein und klickt mal drauf. Dann schwenken wir auch gleich mal kurz zum Preis über, denn der kann sich hier auch sehen lassen. Da könnt ihr schon sehen, der Staubsauger kostet aktuell so roundabout ja, 224 Euro. Ich denke mal, das ist ein sehr vernünftiger Preis. Wir haben einen Amazon-Tipp, also ein sehr beliebtes Produkt auf Amazon, was ja auch empfohlen wird anhand der sehr guten Bewertungen. Und dann gehen wir nochmal kurz die weiteren Details dazu durch. Wir haben also hier die Marke AEG, also eine sehr bekannte Marke, die auch hier hochwertige Staubsauger fertigt. Hier nochmal der Staubsauger dann im Detail, so sieht er aus. Er lässt sich also hier bequemlos irgendwo verstauen im Stand. Es gibt hier verschiedene ja, Aufsätze und natürlich auch hier weitere Möglichkeiten, die man denn im Grunde hier anwenden kann. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zum Schluss kurz auf die Bewertungen ein. Und da können wir auch schon sehen, wir haben also hier wirklich einen hochklassigen Staubsauger. Viele sind sehr zufrieden damit und er hat hier eine super schnelle Lieferung und auch hier bestens geeignet für zu Hause. Jetzt gehen wir auch gleich weiter zu Platz 3. Und auf diesem Platz landet bei uns der Hoover H3100 Home. Und auch hier würde ich sagen, gehen wir mal kurz die Vor- und Nachteile im Detail durch. Da hätten wir zum einen mal einen günstigen Preis, einen großen Staubbehälter, eine kompakte Bauform, eine LED-Beleuchtung unten dran. Er besitzt integriertes Zubehör, ist beutellos und hat ein One-Touch-System. Die Nachteile, eine etwas mittelmäßige Verarbeitung.
und auch sonst ist er generell etwas lauter vom Geräuschpegel her. Jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz weiter, auch hier auf die Produktdetails. Wir haben also hier 40 Minuten Akkulaufzeit, eine motorisierte LED-Bodendüse mit einer hygienischen Entleerung, ein Fassungsvermögen von 0,9 Litern, was hier wirklich sehr gut und auch sehr groß ist. Wir haben eine Lautstärke von 77 dB und ein Eigengewicht von ca. 2,6 Kilogramm. Da würde ich sagen, gehen wir auch hier mal kurz auf die Produktseite drauf, dann gucken wir sie hier nochmal im Detail an. Auch hier gibt es den Link selbstverständlich unten in der Videobeschreibung, also falls ihr jetzt Interesse daran haben solltet, dann klickt man unten auf den Link direkt drauf und dann kommt ihr hier direkt auf diese Seite, müsst ihr diesen Staubsauger nicht nochmal selbst manuell in aller Ruhe heraussuchen. Der Preis 107 Euro, da könnt ihr schon sehen, das geht hier wirklich vollkommen in Ordnung. Das ist hier der günstigste Staubsauger bei uns hier im aktuellen Vergleich. Auch hier ein Amazon-Tipp, also hier sehr beliebt, was die Bewertungen angeht und auch die Einsatzgebiete. Hier nochmal die Marke Hoover, ich denke mal, die sollte jedem bekannt sein. Hier nochmal der Staubsauger im Detail, wie er aussieht, wie er daherkommt und was er alles so an Vorteilen und Funktionen zu bieten hat. Insbesondere die große Kapazität ist natürlich hier ein klarer Vorteil im Vergleich zu anderen Staubsaugern. Hier nochmal die Bewertungen, sehr guter Staubsauger mit einer tollen Saugleistung, sehr gute Verarbeitung, super Sauger. Also ich denke mal, da kann sich hier jeder mal die Bewertungen in aller Ruhe durchlesen. Klickt mal unten auf den Link drauf. Dann kommt ihr, wie gesagt, hier direkt auf diese Produktseite drauf und könnt euch hier nochmal selbst ein Bild von diesem Hoover-Akku-Stielstaubsauger machen. Dann würde ich sagen, schwenken wir auch gleich weiter und zwar zu Platz 2. Und auf diesem Platz landet bei uns der Tineco A11 Hero Akku Staubsauger. Auch hier würde ich sagen, gehen wir gleich mal kurz auf die Vor- und Nachteile zuallererst ein. Da können wir schon sehen, wir haben zum einen mal hier ein umfangreiches Zubehör. Wir haben hier eine kompakte Bauform, einen großen Staubbehälter, eine LED-Beleuchtung. Er ist beutellos, er hat einen Mehrschichtfilter, hat eine lange Laufzeit und verfügt über zwei Akkus. Der Nachteil, eine etwas mittelmäßige Saugstärke. Wir gehen auch gleich mal kurz weiter und zwar zu den Produktdetails und gehen die hier nochmal alle Ruhe durch. Und da können wir schon sehen, wir haben zum einen mal hier ja, eine 60 Minuten Akkulaufzeit, eine motorisierte LED-Bodendüse, ein vierstufiges Filtersystem, 0,6 Liter Fassungsvermögen, er ist 75 dB laut und hat ein Eigengewicht von 2,5 Kilogramm. Also hier wirklich ein guter und durchdachter Akkustaubsauger mit ordentlich Leistung und einer langen Laufzeit. Wir gehen mal auf die Produktseite drauf. Den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut dort mal rein, klickt dort mal auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt auf diese Seite. Gehen wir auch gleich kurz weiter und zwar zum aktuellen Verkaufspreis. Der ist auch vollkommen in Ordnung. 279 Euro ist auch hier 20% Rabatt aktuell und es ist ein Amazon-Tipp, also ein sehr beliebtes und gutes Produkt, was hier wirklich zahlreiche positive Bewertungen dann hat. Hier nochmal die weiteren technischen Details dazu, wie die Abmaße, das Gewicht, das Fassungsvermögen, aber auch die Leistung und natürlich hier die Laufzeit. Ja, hier steht nochmal alles drin. Tineco ist wirklich ein sehr bekannter Hersteller, der auch hier wirklich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet und ja auch oft sehr gut punkten kann. Ja, ansonsten ist der Staubsauger top. Wir haben hier, wie gesagt, zwei Akkus mit dabei, also hier wirklich eine sehr lange Laufzeit und ihr könnt hier wirklich zahlreiche Sachen damit anstellen. Hier nochmal eine Übersicht zu anderen Tineco-Produkten und jetzt würde ich sagen, gehen wir etwas weiter runter, kurz hier auf die Bewertungen. Hier super Akku-Staubsauger, er ist wirklich genial und auch die Akkus lassen sich wirklich hier sehr leicht tauschen. Ja, soweit dazu. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir zu Platz 1, unserem Vergleichssieger. Und dort landet bei uns der Philips FC6723 Speed Pro. Und auch hier würde ich sagen, gehen wir kurz die Vor- und Nachteile im Detail durch. Wir haben also hier zum einen mal einen sehr guten Preis, eine 180 Grad Saugdüse, LED-Beleuchtung, ein Lithium-Ionen-Akku, ein Hygienefilter, eine Wandhalterung, eine Kombi-Zubehördüse und der ist auch hier natürlich selbstverständlich beutellos. Der einzige Nachteil, die etwas teuren Filter, die müsst ihr natürlich auch hier nochmal ab und zu mal nachkaufen, aber ansonsten ist hier wirklich ein sehr guter Staubsauger. Wir gehen mal kurz weiter zu den Produktdetails. Wir haben also eine Akkulaufzeit von 30 Minuten, ein 18 Volt Lithium-Ionen Akkusystem mit einem abwaschbaren Filter, ein Fassungsvermögen von 0,4 Litern, 80 dB von der Lautstärke her und 2,43 Kilogramm Eigengewicht. Jetzt würde ich sagen, ich gehe auch hier mal kurz auf die Produktseite drauf, direkt zu Amazon, wo ihr den auch kaufen könnt. Auch hier gibt es selbstverständlich den Link unten in der Videobeschreibung, also schaut mal rein, klickt mal drauf und dann könnt ihr hier nochmal selbst ein Bild von diesem Akkustaubsauger machen. Es gibt auch hier unterschiedliche Modelle, da müsst ihr euch mal hier die Sachen anschauen. Einmal mit mehr Akkulaufzeit, also hier mit ca. 40 Minuten und dann hier mit 30 Minuten. Der Preis 190 Euro. Dafür, dass wir einen hochwertigen Philips-Staubsauger haben, ist es hier wirklich vollkommen in Ordnung. Auch hier ein Amazon-Tipp mit sehr vielen guten Bewertungen. Und jetzt gehen wir kurz mal zu den weiteren Details. Hier steht nochmal ein bisschen was drin, was er so bietet.
und hier nochmal, wie er im Detail aussieht. Insbesondere die Bodenbürste ist hier wirklich sehr von Vorteil. Die ist hier sehr modern gestaltet, hat eine sehr hohe Saugleistung, LED-Leuchten vorne dran und kann ja auch so einiges dann praktisch aufsaugen. Da würde ich sagen, gehen wir zum Schluss auch hier nochmal kurz die Bewertungen durch. Und auch hier können wir schon sehen, wir haben also hier wirklich eine tolle Anschaffung. Und auch die weiteren Bewertungen fallen hier wirklich sehr gut aus, auch im Langzeittest. Und daher würde ich sagen, schaut euch unbedingt mal diesen Staubsauger in aller Ruhe an und klickt mal unten auf den Link drauf. Es steht also fest, unser Vergleichssieger wäre jetzt hier der Philips FC672301 Speed Pro. Wir gehen nochmal kurz die wichtigsten Vorteile durch. Wir haben also hier einen sehr guten Preis, eine 180 Grad Saugdüse mit einer LED-Beleuchtung, Lithium-Ionen-Akku, Hygienefilter und eine sehr praktische Wandhalterung. So, das soll es nun gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Links und Informationen zu diesen Akku-Stielstaubsaugern, die gibt es selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Also schaut mal rein und klickt mal auf die Links drauf.